Let's go, Leute! Servus! Moin, moin, moin! Was geht ab, was geht ab, was geht ab? Heute mal wieder richtig gute Laune mitgebracht, Roman, oder? Haha! Woohoo! Yeah, hallo. Baby! Hallo! Wir sind ein Tier! Wir sind ein Tier, gell, einfach. Wir sind einfach die Dogs. Die Dogs. Leute, erstmal, hi, was geht ab? Ich denke mal, hör auf rumzulaggen, Roman und Dings. Kümmere dich um dein Internet, du hast gerade wieder Lags. Leute, in der letzten Folge von Minecraft Gabel haben wir die Pilotenfolge gestartet. Die haben wir beide auf unseren Channels hochgeladen. Also wenn ihr beide Sichten sehen wollt, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Heute gibt es die zweite Folge auf meinem Kanal. Und natürlich gibt es die nächste Folge bei Roman auf dem Channel. Hier sind nochmal irgendwelche Sachen, so Journale und sowas von dem Map-Entwickler. Und genau, wir werden heute nämlich mega krasse Sachen machen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und ich würde sagen, Leute, es gibt jetzt gar nicht mehr so viel rumzulabern, sondern genießt einfach die Folge. Nehmt euch euer Popcorn, Chips oder was. Oder vielleicht auch eine Gurke. Einfach hingesetzt mit einer nehmt Gurke. Nehmt euch euren Döner. Genau, ja, nehmt euch einfach einen Döner, paar Pommes, Maggis, Burger King, KFC, my man. Okay, das war irgendwie gerade sehr komisch. Alles. Nehmt einfach alles. So. Genau, und ist ein ich würde sagen, komisch, dass du diese Namen so schnell mal aufzählen kannst. Mann, Roman, du bist am laggen. Hör auf rumzulaggen. Wo bist du? Ich hau dich jetzt. Lad gerade hoch. Hör auf hochzuladen. Ich lad gerade hoch. Hör auf hochzuladen. Kann ich nicht, ich bin YouTuber. Nein. Ich bin That's YouTuber. The life I choose. Das ist das Leben, was ich gewählt habe, Mann. Ich kann nicht anders. Ich hab fünf Minuten, dann höre ich auf zu laggen. 5 Minuten. Das ist mir egal. Komm her, ich mach dich jetzt tot. Oh, warte mal, die Kiste kann ich eigentlich auch noch mitnehmen. So, ich Leute. Kann dich okay, ich nicht verstehen. Ich kann. Oh, weißt du was? Das werde ich. Oh mein Gott, was ist das? Leute, schreibt mal einfach alle Hashtag RoboterRoman in die Kommentare. Gut, ich hab. Ich kann dich. Hör auf damit! Das ist so schlimm. Okay, wir machen hier heute nämlich unser Haus sozusagen ein kleines bisschen besser. Ich habe überlegt, Roman, wir werden hier nämlich an der Seite, werden wir, kannst du bitte aufhören, das kaputt zu machen? Ich will das gleich wieder reparieren. Ich habe überlegt, wir bauen hier Einstellung sozusagen, nicht verstanden. Hör auf, tut mir leid. Hör auf, bitte, hör auf. Hör mir doch erstmal zu, was ich für eine Idee umbringen. Habe. Umbringen? Nein, hör mir kurz zu, bitte hör mir kurz zu. Also. Hör auf, konzentrier dich. Wir müssen die Folge hier heute saftig, knaftig, würzig gut machen. Wie ein leckeres Würstchen. So, ich habe überlegt, wir benutzen einfach das Flugzeug sozusagen als Base und werden dann hier einfach ein Haus mit dran bauen, so einen kleinen Grundriss oder sowas, okay? So, das werden wir hier einfach dran richten. Ein Haus, aber ich auch, wohne oben. Ich will aber auch ehrlich gesagt gar nicht so viel Zeit jetzt verschmökern hierfür. Deswegen bauen wir das jetzt hier mal ganz fix sozusagen hin, damit das alles irgendwie ein kleines bisschen Sinn ergibt. Du hast, du hast dir noch nie Mühe gegeben bei deinen Häusern. Willst du? Ich habe keinen Bock mehr Schwein mit dir in die Leitung gekommen. Ich habe keinen Bock mehr mit dir zu. Ich habe keinen Bock mehr mit dir zu spielen. Das ist die zweite Folge und du gehst mir schon so auf die Nerven, weil du einfach angefangen hast, Sachen hochzuladen und so. Du hast einfach angefangen, Sachen einfach hochzuladen und jetzt höre ich dich die ganze Zeit nur so. 3 Minuten noch, 3 Minuten. Ja, genau. So. Dann mach du die Hütte fertig. So. Dann mach du das Hüttending fertig und ich kümmere mich hier vorne um die ganzen anderen Sachen. Junge, hier sind so viele Hühner. Hier sind so viele Hühner. Okay, da ist auch Dings. Da ist auch Kohle. Nehmen wir mal ganz fix mit. Roman, hast du Bock, einfach mal gleich zu gucken, ob wir vielleicht schon mal auf eine Insel gehen können oder sowas? Alles klar, vielen lieben Dank für deine. Wir können vielleicht das Schiff oder sowas besuchen. Wie wäre es denn? Das Schiff ist, glaube ich, eine gute Art und Weise, das zu Hause zu finden. Okay, ja gut. Dann lass einfach irgendwie gucken, ob wir auf das Schiff kommen. Wie machen wir das? Wollen wir uns dann rüber hangeln oder rüber haken oder wie machen wir das genau? Wir brauchen halt Blöcke, richtig viele Blöcke. Aber das sieht halt auch richtig, richtig. Terraforming das sieht aber richtig. Du hast doch eine Schaufel. Ich habe keine Schaufel mehr, nee. Die Schaufel ist. Die Schaufel habe ich gerade weggezaubert. Ah! Diese dummen Bärenbüsche hier. Oh nein, ich habe ihn kaputt gemacht. Ich bin so dumm. Okay, wir müssen uns erstmal kurz überlegen, was wir machen. Mein Upload ist fertig. Toll, danke. Kann man mich jetzt wieder hören? Leute, Professionalität, ihr wisst Bescheid. Oh mein Gott, ich habe eine neue Kiste gefunden.
Wir haben aber ein kleines... schon gelootet. Ja, das habe ich schon längst gemacht. Wir haben ein kleines Problemchen, Freunde. Und zwar haben wir zu wenig Essen und zu viel Hunger. Ja? Und deswegen müssen wir mal gucken, ob Da muss ich mal wieder jemand selber umbringen. Oh nein! Bevor wir nämlich aber überhaupt umbringen gibt dir immer am meisten Hunger. Aber so, bevor wir nämlich überhaupt irgendetwas machen können, Freunde, werden wir uns jetzt, glaube ich, erstmal irgendwie was zu essen besorgen, würde ich mal sagen, oder? Ich will mir eine Gabel craften. Willst du eine Gabel? Ich will eine Gabel! Wir können eigentlich auch mal gucken, dass wir so ein Gabel-Data-Pack hier hinzufügen. Wollen wir das mal machen? Ich will einen Gabelstapler. Gabelstapler? Dann kauf dir einfach einen, Roman. Kauf dir einfach einen Gabelstapler. Guck mal, aber ich muss sagen, unser Haus sieht von außen vielleicht jetzt nicht so extrem hübsch aus. Ja, so wie deins nämlich in der 1.15. Erinnerst du dich da dran? Nö, das habe ich vergessen. Das sah gut aus. Nein, das sah total kacke aus. Tut mir leid, das war nicht so gemeint, Roman. Tut mir leid. Lars, beleidigst immer meine Häuser. Dabei hat die Community mein Haus geliebt wie ihren eigenen Sohn. Okay. Roman, ich habe noch gar keinen Sohn. Okay, ja, aber ihr hättet das so geliebt. Ich habe gar kein Holz mehr. Du hast halt mein ganzes Holz auch abgerippt. Dann guck in der Top Secret Roman Chest nach. Wo soll die denn sein, wenn die Top Secret ist? Ja, die ist halt einfach Top Secret. Ich weiß nicht, warum ich mich überhaupt dazu überreden gelassen habe, wieder irgendwas mit dir aufzunehmen. Ich weiß es nicht. Top Secret. Sie suchen nach der Top Secret Chest? Nun ja, die finden sie nicht so leicht, denn die ist Top Secret. Okay, ich probiere mal so eine Art. Wollen wir. Der Map-Ersteller, der hat hier ein Journal verfasst, wo er eine Geschichte geschrieben hat über die Map. Willst du. Soll ich sie dir mal vorlesen? Ja, hau mal rein. Ich besorg mal so lange Hühnchen. Bin ich noch am Leben? Was ist passiert? Ich denke, wir sind gecrashed. Das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich auf diese riesige Gabel gefallen bin. Lava. Ist das ein Traum? Naja, ich werde wahrscheinlich jetzt mal weitermachen und keine Zeit verlieren. Ich muss irgendwie überleben. Das ist die Geschichte. Soll ich sie verbrennen oder so? Ja, verbrenn sie. Kann ich sie für Fleisch verbrennen? Ah nee, man kann, glaube ich, Zauberbücher nicht verbrennen, weil die sind doch verzaubert. Warte mal, ich muss hier gerade das Huhn jagen. So, wie so im Mittelalter. Nein, 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 töte nicht zu viele Tiere, Mann. Mann, ich hab schon übelst viele gespawnt wieder. Du tust jetzt so, als ob jetzt, ich Dings... Mit was hast du die denn gespawnt? Mit Eiern? Mit Eiern? Oder? Ja. Und wie hast du das bei dem Schwein gemacht, was du vorhin umgebracht hast? Ich hab kein Schwein umgebracht. Du hast die Schweine umgebracht, ich hab's ganz genau gesehen. Ich bin wieder fast tot. Ja, wir müssen uns Du die ganze Zeit fast tot? Hat dich das Schwein geschlagen? Du bist ja das einzige Schwein. Du bist ein Schwein. Ein Schwein. Das deinen Namen trägt. Okay. So. Problem ist, Roman, ich wollte eigentlich eine Weizenfarm machen, aber, liebe Leute, wir haben nicht genug Weizen. Heide neu, das kann's nicht sein. Und warum baust du da nicht einfach diese Dinge ab, diese Samen? Was für Samen? Soll ich uns ein richtig... Naja, dieses... du kannst doch dieses Gras abbauen, dann kriegst du Samen. Ey, Roman, du willst mich hier wirklich gerade machst du Weizen, oder? Ich habe 10 Weizen, also 10 Seeds. Oha, damit kannst du ja schon mal eine Weizenfarm bauen. Würdest du sagen, dass es ausreicht? Ja, safe, klar. Du und ich, wir essen sowieso fast nichts. Wir sind doch so kleine Hungerhaken. Wir haben jetzt ein bisschen, wir haben jetzt Intervallfasten. Wir sind Pflanzen. Wir sind im Intervallfasten angekommen, da isst man sowieso nicht so viel. Und Weihnachten fällt bei uns hier auf der Gabel auch aus. Ja. Jetzt gibt's hier kein Weihnachten. Okay, ich habe, genau, jetzt hier genug Weizen. Kannst du, oh mein Gott, wir haben ein Problem. Wir haben gar kein Wasser. Ah, doch, hier ist Wasser, okay. Guck dir das mal an, ey. Ich baue hier einen richtig schönen Pavillon. Guck mal, Roman, ist okay. Mach mal das da. Ja, bitte. Guck mal, das Haus sieht doch schon voll schön aus. Habe ich doch gut gemacht. Ja, weil ich es ja gerade baue. Und warum ist hier vorne ein Loch? Das für den Durchzug einfach, damit man ein bisschen frische Luft reinbekommt. Damit wir ein bisschen Luft haben. Nimm mal bitte die Schaufel und farm mal. You say what? Hallo, Roman, du musst mir jetzt helfen. What? Roman? Ich trinke jetzt meinen Kaffee, währenddessen ich dir beim Arbeiten zusäge. Ah, das machst du schon gut, ja. Hier, nimm mal bitte die Schaufel und sorg mal dafür, dass wir genug... Roman, nimm mal die Schaufel und sorg mal bitte dafür... Ich hab keinen Bock auf Drecksarbeit. Dann sorg dafür, dass wir genug Dings haben, damit wir da hinten hin können. Du willst
Du willst einfach nur, dass ich diese Drecksarbeit jetzt hier mache, damit wir später auf dieses Schiff draufkommen können. Aber ich habe keinen Bock, die ganze Zeit Blöcke zu farmen. Wolltest du die Arbeit? Und was willst du währenddessen machen? Ich kümmere mich darum, dass wir eine Weizenfarm bekommen und mache wichtigere Sachen. Ah, okay. Und was brauchst du von mir? Blöcke. Aber ich wollte mich doch ums Haus kümmern. Und die Schaufel, die du mir gegeben hast, ist ja schon fast kaputt. Yo, dann wünsch dir eine neue zu Weihnachten und mach jetzt deine Arbeit. Aber wir feiern kein Weihnachten auf der Gabelinsel. Keine Ahnung. Wie hast du dieses Ding bekommen? Warte, lass mich auch bitte einplatzieren. Bitte. Hier, Arsch, nimm einen. Du bist so ein Arsch. Ich baue den einfach ab und mach selber wieder drauf. Aua! Okay. Aua, lass mich in Ruhe. Du darfst mich nicht töten, okay, ich habe super viel Zeug. Hier zu Hause ist Safe Zone. Hier darf man nicht schlagen. Hier ist ohne Schlagen Zone. Hier ist Lüge, ohne, Lüge, hier das gibt eine Lüge. Das okay. ist die No-Streit-Zone. Roman, No-Streit? So no viel way. Mist, wirklich. So, ich will, dass du dich jetzt konzentrierst. Das ist doch Minecraft-Projekt. Das ist die Zeit, wo wir endlich mal wieder richtig schön Mist labern können. Die schönste Zeit im Jahr. Übrigens, Leute, wie findet ihr das Intro von der Serie? Findet ihr es gut? Ich will nur kurz dazu sagen, ich werde es locker wieder tausendmal vergessen einzufügen, aber ist okay. Aber heute schaffst du es. Guck mal, aber du hast hier schon richtig hässlich gebaut. Muss ich dir lassen. Ja. Da hast du dir mal richtig keine Mühe gegeben, hä? Schau dir das Oder? An, was ich hier für du einen sollst, nice Fuhrpark Du sollst dich habe. Darum kümmern, Aua! Dass wir da noch hoch können heute. Was Warum für ein musst Fuhrpark? Du mich immer so piesacken? Was für ein Lamborghini, Ferrari, gute Fuhrpark, weißt du, so gute. Ich was machst weiß du da? Nicht. Ich baue eine Schaufel, weil du dich hier einen Haufen Kacki. Lars, wie würdest du diese Folge eigentlich nennen, wenn wir die ganze Zeit nichts tun? Ich nenne die Folge, du die Folge wir machen nichts und Roman laggt rum. Ich lag gar nicht mehr, ich lad gar nicht mehr hoch. Na und? Trotzdem. Aber ich hab gelaggt. Du bist Roboter Roman und das wissen jetzt alle Leute. Und bald gibt es ein T-Shirt im Shop. Ich bin nicht Roboter Roman, ich bin. Das Robo-Roman-T-Shirt. Jetzt im Handel. Oh mein Gott, ich würde schon gerne ein Robo-Roman-T-Shirt haben. Ja. Das ist sehr schön oh, für dich. Oh, die Schaufel ist kaputt gegangen. Robo-Roman. Oh, es war einmal ein Schneemann. Indianer also, und Chinesen. Was denn? Wie viele Blöcke hast du schon abgebaut? Hier, guck mal. Guck mal. 11 Blöcke für die. Komm, gib die Schaufel her. Ich baue ein bisschen ab und du kannst die Brücke bauen, okay? Komm, ich mach auf Ehren, Mann. Ich will nicht mehr mit dir reden, wirklich. Warum? Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Aber du hast mir gerade diese blaue Blume hier geschenkt. Das muss ein Zeichen sein. Oh. Rote Rosen für dich. Rote Rosen, ja, die muss man mögen. Ja, die esse ich gern jetzt. Wusstest du, dass die... Rote Rosen möchte ich gerne. Dass die Lebensmittelindustrie sehr gerne Rosen zum Essen verwendet? Die Lebensmittelindustrie möchte auch, dass du... Oh, ich hab grad gedacht, du hast einen TNT gezündet. Nee, es hört sich fast so an, gell? Die roten Rosen schenk... Soll ich dir beim Graben helfen? Nein, lass mich in Ruhe. Ich mache jetzt alles alleine. Das hier ist jetzt nämlich alles? Das Minecraft-Gabel-Projekt Solo. Das ist ein Singleplayer-Projekt, nur alleine. Du hast alleine angefangen und du redest mit deinem imaginären Freund, gell? Hey Lars, mal Lars, wie geht's dir, Lars? Weißt du, was ich jetzt mache? Du wirst hey jetzt Lars, nämlich, wie geht's dir, Lars? Du wirst jetzt nämlich mit Dings... Du wirst jetzt nämlich verschandelt. Verschandelt? Nee, du wirst jetzt Dings, wie heißt es? Hier, du kriegst jetzt das, Deine was du Wortwahl verdienst. Wortwahl ist sehr komisch. Du kriegst eine Packung. Eine Packung Schneebälle. Du bist im Game-Mode. Bitte du bist im Game-Mode gewesen. Gesicht. Oh, Junge. Ich bin nicht im Game-Mode gewesen. Guck. Hä, wieso kriegst du keinen Schneeball-Damage? Mann, weil das die 1.16 ist. Du bist so ein Opa. Hey, runter von meinem Rasen. Wie ein echter Opa. Boah, zum Glück habe ich hier meine geheime Aua. Kiste, von der Lars nichts weiß. Ja. Brauchen wir so aber noch Schneebälle? Ich hab einfach 8 Stacks Dirt habe ich hier drin. Alter, ist das krass. 8 Stacks Dirt. Und voll viel Fisch. Roman, und du weißt, dass ich dich. Du weißt, dass ich dich hören kann. So redest und du immer. Papier habe ich hier. Was? Papier? Oha, Roman, ich wusste gar nicht, dass du Papier hast. Ich habe während der Aufnahme ein paar Bier getrunken. Oh Mann. Seht mich an. Okay, so, warte. Seht mich an.
Rabbits Fuß, ein Hasenfuß habe ich auch einfach. Ich glaube, ich habe genug, Roman. Ich glaube, ich habe genug. Wir können jetzt rüber auf die Insel. Genug von was? Wir können rüffen. Ich hab. Okay. Pass auf. Aber davor mach ich uns beiden noch einen kleinen Apparativ. Oh nein! Mist! Was ich hab denn? Den Dings kaputt gemacht. Den Pilz. Ich habe den Pilz aus Versehen kaputt gemacht. Ich wusste gar nicht, dass der so schnell kaputt geht. Nun ja, baust du dich schon rüber oder was? Nein, ich bin konzentriert, weil ich nämlich kurz aussortieren muss, du Eierkopf. Konzentriert beim Aussortieren oder konzentriert wegen dem Dirt? Nee, weil ich gerade man muss schon sagen, dafür, dass es zweite Folge ist, haben wir schon so ein richtiges... Ja, das sieht schön aus. Wir haben so ein... Das ist cool. Ja! Yeah. Guck hier, Eingang... Krass, wie ich das gebaut habe. Der Eingang hier funktioniert einfach nicht. Okay. Welcher? Der ist ja auch nur Deko. Das der Eingang ist hier aber an der wir Seite. Haben hier einfach echt ein schönes Hotel. Oh, Alter, da hat mir jemand ein bisschen Chicken übrig gedacht. Nicht töten, ich muss essen. Wie gierig du mir Smetter. Das gerade geklaut hast. Leider oh, kein Smetter. Gieriger Chickenjäger. Okay, so. Ich habe jetzt hier Holz, Sand, zack, zack. Okay, ich glaube, wir haben jetzt genug Blöcke, um dass wir da rüberkommen können. Brauchst du noch Smooth, Quarz? Nee, aber ey, ich, weißt du, was ich glaube, ich mache? Hier noch ein paar wir, haben ein, wir haben ja. einen Diamond. Ich glaube, ich mache eine Diaschaufel. Ja! Ich glaube, ich mache eine Diamantschaufel. Da hast du richtig reingelackt. Soll ich uns. Ich mache uns mal wieder ein paar Hebel hin, sodass wir die Tür hier auf und zu machen können, ha? Damit die Tür auch immer offen ist für jeden, der hier dazukommt. Kommt einfach und, so ein die Schwein, die ganze Welt, gell? Die Bevölkerung. So. Okay, ich bin ready. Ich kann, jetzt rüber, ich kann mich jetzt rüberbauen. Bremm dich, Schwein, dich. Ich schwein dich nicht. Ich baue mich jetzt rüber. Oh mein Gott, da ist ein Zombie runtergekommen. Okay. Zack, hier. Ich esse jetzt einen Kuchen. Oh, lecker Kuchen. Hast du den Kuchen gegessen? Ich habe den Pumpkin-Kuchen Was ist das? Was hast du da hin platziert? Ich habe da gar nichts hinplatziert. Ach, das war ich? Ich habe da was hin platziert. Okay, ich habe richtig... Oh nein, das wollte ich doch richtig, eigentlich schießen. Ich habe gerade einen richtigen Stift in der Hose. Einen richtigen Stift. Kennst du den Spruch? Warte mal. Ja, ich glaube, das ist, wenn man mal für kleine Maler muss. Für kleine Maler, ja. Oder wenn man mal der auf Stift, ein großes der Schiff Der Stift malt schon. Das klingt so eklig irgendwie. Der Stift malt schon oder das Boot fährt schon rein. Das oder raus. Okay. Fahr auf! Los. Hör auf. Ich habe gar nichts dabei, um das abzubauen. Ich aber. Aber mach das weg! Was ist das für ein Spawner? Mach das weg, keine Pillager Ahnung. Pillager-Spawner. Aha. Ich weiß nicht, mach das Würde weg. Das ich kann nicht direkt... Nein, Lars, wir dürfen hier nicht einfach alles wegmachen, was uns gerade nicht passt. Das ist ein Spawner. Und ein Spawner muss mit Liebe behandelt werden. Mit Liebe, in jeder Masche. Hallo? Nein, nicht zu. Nicht ganz zu. Ja, ich mach ja nicht ganz zu. Mach ganz zu. Hey, da hinten ist ein Zombie. Watch out! There's the Zombie! Hey, watch out! Guck mal, er kommt, er verbrennt einfach. Tschüss, Zombie. Bleibt er stehen? Ne, er greift tatsächlich an. So machen die Pillager. Was ist das hier? Hier ist. Ah, Roman! Oh. Ja, du musst aufpassen. Jesus du hast halt Christ. Keine Waffen, gar nichts mitgenommen. Du hast nur Dreck mitgenommen. Was ist wieder der klassische Lars. Geht auf ein Schiff und nimmt nur Dreck mit. Ich bin der Lars, ich nehme nur Dreck mit. Ich weiß nicht, was da dran witzig wir haben ist. Wir haben keinen Hebel mitgenommen. Wieso, für was? Wir müssen uns da reingraben. Dann mach doch. Okay. Aber wenn ich da unten aufmache, kommen da 1000 Gegner raus. Okay, ja, ich mach auf. Mach auf jetzt. So. Jo, ist auf. Moinsen. Komm, geh rein. Der läuft jetzt richtig. Oh mein Gott. Ah! Von wo? Oh nein, Roman, du hast meinen Spawnpoint zerstört. Du hast meinen Spawnpoint zerstört. TP mich. Warte. TP mich jetzt. TP mich jetzt. TP mich jetzt. Ich falle, ich sterbe. TP mich nochmal. Nochmal jetzt. Jetzt nochmal. Jetzt nochmal. TP mich, Roman. Roman, die Gabel. Denk an die Gabel, Roman. Denk an die Gabel. TP mich. Jetzt TP mich schnell. Ich bin da. Okay, ich bin da. Lass, ich habe alle Items verloren. Tut mir leid. Okay, Roman, ich habe jetzt ein bisschen Stein gefarmt. Ich mach dir. Jetzt auch nochmal ein Schwert, mein Sohnemann. Du hast mir gesagt, ich soll mich ums Essen kümmern. Wie soll ich mich denn ums Essen kümmern? Wir haben nur Blumen bei uns in unseren Kisten drin. Danke, Schwert. So, was soll das sein? Was soll weißt mir das helfen? Weißt du, Roman, mal, ich bring... du,
du kannst theoretisch... Ich bring mich kurz um, dann habe ich wieder keinen Hunger mehr. Warte mal, du kannst... Ui. Kannst theoretisch... Wir haben ja hier diese Pilze. Ne? Wir können doch theoretischerweise ein paar Nudelsuits... Pilze essen. Wir können einfach ein paar Pilze fressen, genau. Ja, das Ding ist, wir können die Pilze nicht essen, weil du brauchst dir die Pilze, glaube ich, eine Schere. Und für die Schere brauchst du zwei Eisen, ne? Und wir sind arm. Nein. Okay, wenn du sagst, ich habe hier schon mal zwei Pilze abgebaut, aber komm mal mit, mein kleiner Buble. Komm mal mit, mein Fiesi-Bubele. Hier drinne, guck mal. Fiesi-Bubele? Hier ist nämlich Eisen. Fiesi-Bubele. Hier ist nämlich Eisen drin. Wo ist? Das Problem ist halt, das Problem ist, wenn wir zu oft sterben, dann kriegen wir die Sachen nicht mehr rein. Ja, und das ist halt... Wir müssen halt immer Sachen... Wir müssen, und das ist halt blöd. Zum Beispiel, ich bin jetzt gestorben mit dieser Scherbe. Diese Scherbe werden wir nie wiederfinden, weil ich gestorben bin damit. Ich weiß nicht, ob die irgendwann also später nochmal wichtig sein wird oder sowas. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal, dass wir die wirklich wenn nicht... Wenn es so sein sollte, dann werden wir dieses Spiel auf gar keinen Fall bestehen. Ja, aber es geht ja auch gar nicht darum... Der Typ hier, der hier die Map gebaut hat, der wollte ja hier überleben. Wir sind ja einfach nur so aus Spaß hier. Kann man den Hasenfuß essen? Also, pass auf, Lars. Wir machen das so. Wir müssen da wie so eine Plündertour machen, okay? Also, wir machen das so. Du bist derjenige, der die Sachen aufhebt, okay? Aber ich brauche noch eine Pickaxe. Hast du eine Steinpickaxe für mich, währenddessen du dann eine Dings nimmst? Ja, ja, ja. Okay, weil ich renne jetzt einfach nur durch wie Rambo. Oder egal, warte. Wo? Wo soll ich sie rausnehmen? Ist egal, ich rede nicht mehr mit dir. So als ob das jetzt was Schlimmes war, gell? Was? Nein, komm mit. Ich renne da jetzt rein wie Rambo und du musst einfach nur die Sachen mitnehmen, okay? Ich unterstütze dich da in dieser Hinsicht. Ich habe jetzt perfekt, hier, Mann. Sollen wir jetzt eine Schere craften oder ein Eimer Wasser? Was sollen wir jetzt mit dem Eisen machen? Oder einfach aufheben? Mach mal einen Eimer. Mach mal einen Eimer. Eimer! Oder eigentlich wäre eine Schere auch gut. Ich heb's erstmal auf. Okay, leg mal alles zurück, was wir gerade nicht brauchen. Ja, aber ich brauche trotzdem was zu essen. Ja, ich habe auch eine Suppe dabei und ein gekochtes Chicken. Willst du ein gekochtes Chicken oder die Suppe? Du kannst es nicht abbauen, ich habe dir das doch gerade gesagt. Jetzt hast du wieder ein Pilz. Hallo, hör jetzt auf, den Pilz zu verschwenden. Wo hast du die Pilze? Die habe ich eben abgebaut. Zum Abbauen? Ja. Aber das geht nur beim Roten. Okay, wusste ich nicht. Sorry, Mate. Hier, die Beeren, die kannst du essen. Ja, mach ich jetzt auch. Wie so ein Dings. Wie so ein Jäger. Urmensch. Jäger und Sammler. Das ist unsere Bestimmung gewesen über Jahre hinweg. Also, ich gehe jetzt die Todesbrücke, wo ich übrigens gerade eben vorhin sehr effektiv gestorben bin. Und ich werde dich da durchkämpfen, okay? Und wir gehen da jetzt einfach sozusagen von der Seite aus rein. Okay, lass Happy Holiday! Happy Holiday. Wir bauen uns einfach von oben einfach rein, okay? Das ist leichter, statt den normalen Eingang zu gehen. Ich versuche auch nicht zu sprinten, weil ich nämlich mein Essen aufheben muss. Weil wir haben krasse Nahrungsknappheit und das liegt auch einzig und allein daran, dass du dich um nichts gekümmert hast. Lars, oh mein Gott, das ist so einfach eigentlich. Guck mal, man musste sich hier einfach so ein bisschen reingraben und da ist schon die Kiste, glaube ich. Leute, Tatsache. Oh mein Gott! Warte, pass auf. Ich hab gesehen, was drin war. Was war drin? Da ist Dings, Feuerwerk. Da ist Feuerwerk drin und eine Dings. Flug. Wie jetzt Flug? Flug-Elytra ist da drin. Nimm raus. Oh, da ist eine Flug-Elytra drin. Geh mal weg, ich töte mal die andere. Du musst rauf. Warte, okay. Ich geh zur Seite. Du musst aber den Spawner abbauen, damit wir da reingehen können. Da gibt's noch mehr. Sky's the limit. Junge, du hast einfach eine Elytra. Nice. Okay. Zieh mal an. Ich hab auch ein Knockback. Nein, aber nicht. Warte, schlag mich doch da hinten. Oh, oha, sehr gut. Guck mal, da liegen Emeralds einfach. Hey. Lol, chillig. Oha, hey, da unten sind die Items. Ich hab sie. Oh mein Gott. Creeper. Oh man. Schimmer. Renn weg. Hä? Ich hab voll viele Items. Ich glaube, ich hab deine Items, Lars. Da bist du ja gerade gestorben. Lauf! Lars, du hast die Elytra, du solltest lieber nicht sterben. Komm, lass abhauen. Wir gucken ja später nochmal auf dem Boot vorbei. Lauf, kommen die uns hinterher? Flieg zurück. Ich kann das nicht. Ich trau mich keine Elytra zu fliegen. Mach du das gleich. Ich trau mich nicht. Ich hab Angst. Fliegen. Ich weiß, aber ich hab gerade Angst. Ich hab gerade Angst gehabt. Hast du die Raketen in der Hand? Hier. Okay. Geh. Nein. Ich trau mich das nicht. Nein, ich trau mich das nicht. Du springst da jetzt runter. Und die Raketen in der Hand halten. Und dann rechtsklicken, dann kriegst du einen Turbo-Boost. Ich schwör dir, das funktioniert. Roman, ich möchte das nicht. Komm, du schaffst es. Let's go. Let's go. Und jetzt die Rakete in die Hand nehmen.
Genau! Hui. Oh mein Gott, oh mein Gott. Cool, ich will nicht, ich wollte das nicht machen, Mann. Aber braucht nicht alle Raketen auf, wir brauchen noch voll viele von denen. Ich weiß. Ich muss sagen, so, ich weiß, dass ich nicht der beste Elytra-Flieger bin, deswegen wollte ich das nicht machen. Aber hast du nur eine Elytra bekommen? Ich habe nur eine gekriegt, ja. Gib mal. Ich möchte auch mal haben. So. Okay, warte. Aber das ist meine. Ich will auch mal. Das ist aber meine. Wie jetzt? Jetzt ist deine, das ist meine. Warte, nimm noch hier das Dings. Nimm noch das hier. Aber das ist meine. Junge, das ist meine Folge. Meine Elytra. Meine. Herr, aber allein. Ich habe sie zuerst ausgegraben. Na, guck mal. Guck mal, ich gehe sterben. Nein, Roman! Oh, da komm ich! Ja, okay, hör jetzt auf damit rumzuspielen. Gib die wieder her, bitte. Ich habe keinen Bock mehr, dass du die hast. Guck mal, hier oben bin ich. Der Elytra-Meister. Darf ich vorstellen? Ui. Okay, gut. Jetzt haben wir die Elytra. Und ja, was machen cool. wir mit dem Schiff jetzt? Gehen wir da nochmal hin? Nee, ich glaube nicht mehr. Ich glaube, wir machen die Brücke kaputt und dann werden wir da nie wieder drauf gehen, bitte. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Das Ding ist durch. Wir haben das durch. Na, komm her, komm her. Und das war cool. Hä? Was denn? Hallo? Mal. Eine Seegurke. Nur für okay, dich. Okay, alles klar. Leute, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Schaut bei Roman vorbei und tschüss.